Es windet auf der Hohen Warte. Sturm 2 ist zu Gast bei der First Vienna. Und Alexander Zellhofer muss im Tor umbauen, denn Andreas Luxe wird den Verein aller Voraussicht nach zu Blau-Weiß-Linz verlassen. Marcel Ecker ersetzt ihn zwischen den Pfosten. Rein in die Partie. Und die Döblinger dabei auch mit der ersten Offensivaktion. Neuzugang Ox bedient den anderen Neuzugang, David Peham, der hier die erste Chance hat. Allerdings auch gut pariert von Matteo Binetti im Tor von Sturm 2. Dann auch die jungen Blackies. Ein erstes Mal gefährlich auf dem Vormarsch. Eine etwas zu lang getretene Ecke, die Fesel Di Marco allerdings nochmal scharf macht. Kommt hier gut in den 16er und wird dann auch zum Schuss freigelassen. Allerdings damit der an der Stange. Gute Aktion vom defensiven Mittelfeldspieler, findet hier aber eben im Aluminium. Seinen Meister hatte Ecker dabei schon überwunden. Die nächste Offensivaktion gehört dann wieder den Gastgebern. Ein langer Ball nach vorne und Christoph Mondschein bleibt eiskalt vor Binetti. Mit dem leichten Chip erzielt er seinen ersten Saisontreffer in dieser Spielzeit. Gabriel Haider, der im Zweikampf mit Mondschein auch noch weggerutscht war und somit diese Aufgabe leicht für den Stürmer. Die letzte Aktion in dieser ersten Halbzeit gehört aber nochmal Sturm 2. Kiedel mit der guten Aktion nach dieser Eckenvariante kommt er da zum Abschluss, allerdings gerade noch rechtzeitig gerettet von Bumbic. Rein in Durchgang 2 und da die jungen Blackies mit der ersten Offensivaktion und wieder Kiedel und Ecker mit einer klasse Parade, muss ich da ganz lang machen gegen diesen Kopfball des Stürmers von Sturm 2. Den Ball klasse nimmt, aber Ecker macht sich lang und länger und kann so den Ball parieren. Auch die nächste Aktion wieder für die jungen Blackies. Kamara setzt sich klasse durch. Klasse, erster Kontakt, aber dann verliert der Stürmer aus Mali so ein bisschen die Balance und bekommt die Kugel somit nicht über die Linie gedrückt. Ein Ausgleich für Sturm 2 wäre zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient. Dann auch mal wieder die Vienna auf dem Weg nach vorne und Peham bekommt die Top-Gelegenheit, hier auf 2:0 zu erhöhen, vergibt aber an einem klasse Reflex von Binetti. Dann wieder die Döblinger, diesmal per Standard und diesmal klingelte es wieder im Gehäuse von Sturm 2. Anis Omerovic, der den Ball nach dem Freistoß da über die Linie befördert, sträflich allein gelassen und somit kein Problem für den Innenverteidiger. Aber Sturm 2 steckte nicht auf. Die 84. Minute, aufgepasst, Wiesel De Marco, was für ein Treffer! Ein Traumtor bringt Sturm 2 zurück in diese Partie. Klasse von De Marco, quasi aus dem Stand schweißt er das Leder da an Ecker vorbei, oben in den Giebel. Und Sturm 2 wollte jetzt mehr. Eine Ecke brachte die nächste Gelegenheit, hier den Ausgleich, der auch mehr als verdient wäre für die jungen Blackies, zu erzielen. Allerdings scheiterte man hier noch. Aber wieder nur ein paar Minuten später gab es die nächste Möglichkeit. Und zwar wurde es da wieder gefährlich im 16er. Und Bauer legt am Ende Johann Lieber. Und somit gab es auch zu Recht einen Strafstoß für Sturm 2. Und Di Marco schnürt den Doppelpack. Der verdiente Ausgleich also für die jungen Blackies. Durch Di Marco der Schlusspunkt. Allerdings eine unschöne Szene für die Mannschaft von Thomas Hösele. Am Ende die rote Karte für Leon Grube, der hier deutlich zu hart einsteigt gegen Bauer. Es war der Schlussakkord in dieser Partie. Eine stürmische zweite Halbzeit in der Sturm Graz. Also nochmal ordentlich Rückenwind gewinnt für die kommenden Aufgaben. Die Vienna nach der 2:0-Führung am Ende natürlich nicht zufrieden. Ja, kann man definitiv so sagen. Ich glaube, wenn man 2:0 vorne ist, das Spiel eigentlich über weite Strecken kontrolliert, dann aber die Chancen auslässt, um den Sack frühzeitig mit einem dritten Tor zuzumachen, ist es bitter, wenn man natürlich dann in gefühlt 3 Minuten die Partie herschenkt.